In diesem Video teste ich das recycelte PA6 Glasfaserfilament von Keytec. Das Material lässt sich einfach drucken und 500 Gramm kosten gerade einmal 30 Euro. Dazu verspricht PA6 GF gute mechanische und thermische Eigenschaften, wie wir in diesem Video untersuchen werden. Am Ende gibt es sogar einen Feuertest. Freut euch daher auf viele spannende Tests hier bei Jantec. Keytec ist ein Startup, das mit einfachen Geräten zum Recycling von Plastik angefangen hat. Über die letzten Jahre hat sich daraus ein Maschinenbauunternehmen entwickelt, das hochwertige Recyclingmaschinen und Filamentproduktionslinien entwickelt und verkauft. Jetzt neu bietet Keytec auch eigenes recyceltes Filament an. Der Mitgründer von Keytec, Milan, und ich kennen uns bereits seit Schulzeiten und wir haben in der Vergangenheit gemeinsam Materialstudien erstellt. Als ich von seinem recycelten Filament erfahren habe, bin ich gleich in der Halle von Keytec vorbeigefahren und habe nach einer kleinen Fabrikführung jedes Filament einmal mitgenommen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr an einer vollständigen Fabriktour hier auf meinem Kanal interessiert wärt. Wieder zu Hause habe ich das Filament in den Drucker geladen und ein paar Testbauteile sowie die Prüfkörper für meine mechanischen Tests ausgedruckt. Dann habe ich Milan zu mir eingeladen, damit er bei der Durchführung der Tests live dabei sein konnte. Die Ergebnisse stelle ich gleich nach ein paar allgemeinen Infos vor. Polyamid 6, kurz PA6, hat viele positive Eigenschaften wie hohe Temperaturbeständigkeit, Festigkeit und Zähigkeit. Dafür ist es jedoch auch hygroskopisch, heißt, es absorbiert Feuchtigkeit aus der Luft und neigt dazu zu kriechen. Das PA6 von Keytec kommt mit Glasfaserverstärkung. Der Anteil liegt bei 20%. Die Fasern versteifen das Material, führen zu einer besseren Druckbetthaftung und einer nochmal höheren Temperaturbeständigkeit. Der Effekt ist mit dem von Carbonfasern vergleichbar. Da diese jedoch dunkel sind, werden diese Materialien eigentlich immer nur in Schwarz oder Grau angeboten. Glasfasern hingegen sind transparent, wodurch sich zum Beispiel auch die Farbe Natur realisieren lässt. Auf diesem Kanal habe ich bereits verschiedene Polyamid-Filamente getestet, wie das PACF Pro von Fiberfree, welches eines der stärksten Filamente war. Das PA6 GF gibt es direkt im Shop von Keytec zu kaufen. Dort kostet die 500 Gramm Refill-Spule offiziell 34,99 €, mit dem Code JANTEC jedoch 5 Euro weniger, heißt 29,99 €. Das Filament wird mit einem Indikator eingeschweißt, der anzeigt, ob die Verpackung noch trocken ist. Bei meinen Spulen war alles in Ordnung und ich konnte direkt mit dem Filament drucken. Um die Vergleichbarkeit zu vorherigen Tests zu wahren, habe ich es dennoch zur Sicherheit 3 Stunden bei 70 Grad Celsius getrocknet und dann im Fiberfree-Koffer aufbewahrt. Für den Druck der Proben habe ich das Filament in meinen Prusa MK3.5 geladen. Hier ist bereits eine gehärtete E3D-Obsidian-Düse installiert. Außerdem habe ich eine dünne Schicht Magigu PA auf das texturierte Druckblech aufgetragen. Der Druck verlief problemlos. Alles hat sehr gut am Druckbett gehaftet und ich konnte kein Warping feststellen. Beginnen wir wie immer mit dem Zugversuch. Damit lässt sich die Zugfestigkeit des Materials, also wie gut es zugartigen, nach außen gerichteten Kräften standhalten kann, ermitteln. Bei 4 Proben kam ich auf eine mittlere Zugfestigkeit von 58,6 MPa. Hier der Vergleich zu anderen üblichen Filamenten. In meinen vorherigen Tests war nur das Fiberfree PACF Pro signifikant zugfester. Dazu sollte man jedoch auch sagen, dass dieses laut Hersteller für höhere Zugfestigkeit optimiert ist. Um zu ermitteln, wie zäh das Material ist, bietet sich ein Kerbschlag-Biegeversuch an, wobei eine mittig gekerbte Probe von einem pendelnden Hammer zerschlagen wird. Dabei wird ein Teil der potenziellen Energie des Hammers von der Probe absorbiert, was dazu führt, dass dieser gebremst wird und weniger hoch schwingt. Aus der Differenz zur Nullhöhe ergibt sich die exakte Energie, welche zur Berechnung der Kerbschlagzähigkeit in Kilojoule pro Quadratmeter, also Energie pro Fläche, genutzt wird. Je größer dieser Wert, desto zäher das Material. Beim Keytec PA6 GF kam ich auf eine mittlere Kerbschlagzähigkeit von 20,4 kJ pro Quadratmeter. Hier der Vergleich zu anderen Filamenten. Bereits beim Herumbiegen der Probe merkt man, dass diese kaum flexibel ist.
Mit dem 3-Punkt-Biegeversuch lässt sich das Ganze in Zahlen fassen. Dafür werden im Versuchsaufbau Gewichte, genauer gesagt leere Glasflaschen, an die Probe gehängt, was Kraft auf sie ausübt. Da die Gewichte bekannt sind und sich die Biegung mit der Präzisionsmessuhr von oben messen lässt, kann mit dieser Formel der Biegemodul als Maß für die Steifigkeit berechnet werden. Dabei kam ich auf 3541 Megapascal. Der Vergleich zeigt, dass das Fiberfree PACF Pro doch nochmal deutlich steifer ist. Um eine Idee für die Temperaturbeständigkeit zu bekommen, habe ich meinen Standardtest im Ofen durchgeführt. Dafür wird die Probe vom Biegeversuch mit 30% Gyroid Infill gedruckt und zwischen zwei Profilen mittig durch eine Mutter beschwert. Der Ofen heizt bei Umluft auf. Der Test hat eine Temperaturbeständigkeit von bis zu ca. 170 Grad Celsius ergeben, was sehr solide ist. Bedenkt jedoch, dass dies wie bei allen hier gezeigten Werten abhängig vom fertigen Bauteil ist. Das waren soweit meine Standardtests, die ich bei jedem neuen Filament durchführe, um es einordnen zu können. Milan wollte jedoch gerne noch den Flammschutz des Materials untersuchen. Daher habe ich kurzfristig diese Feuerprobe von Meister Edel ausgedruckt. Vergleichen wollten wir den Flammschutz von üblichen Filamenten, weswegen ich das Teil auch noch aus PLA und ABS auf dem Prosa XL ausgedruckt habe. Dann jeweils eine Kerze in die Probe gesteckt und angezündet. Der Test hat gezeigt, dass ABS brennt. PLA schmilzt, ohne aber selbst zu brennen. Das PAGF hielt den Temperaturen logischerweise am längsten stand und brannte ebenfalls nicht. Diese Eigenschaft lässt sich auch schnell mit einem kleinen Stückchen Filament überprüfen. Gerade da die mechanischen Eigenschaften von ABS und PAGF in vielen Punkten ähnlich sind, könnte der Aspekt Flammschutz in bestimmten Anwendungen entscheidend sein. Nun aber zum Preisvergleich. Im Shop von Keytec kosten 500 Gramm Filament 34,99 €, was einen aufgerundeten Kilopreis von 70 € ergibt. Wie zu Beginn aber erwähnt, gibt es den zeitlich unbeschränkten Rabattcode Jantec, mit dem ihr 5 € pro Bestellung auf das Filament, egal ob einzeln oder im Bundle, spart. Somit kostet das Kilo nach Rabatt hochgerechnet nur noch 60 €. Damit ist es eines der günstigsten, wenn nicht sogar das günstigste PA6GF auf dem Markt. Derzeit verwende ich das Filament für alltägliche Teile wie Halterungen oder Gehäuse, die etwas mehr aushalten sollten. Doch was denkt ihr von dem Filament? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr mehr solcher Tests sehen wollt, vergesst nicht zu abonnieren und schaut in meiner Filament-Test-Playlist vorbei. Bis zum nächsten Mal, hier bei Jantec.